So, da sind wir wieder bei einer weiteren kleinen Folge von Bart machen. Nein, von Mein Test. Jetzt mit der. Alter, meine Kamera ist. Je dunkler es draußen wird, desto weiter übertreibt die Kamera und macht einfach komplett weiß. Digga. Warte mal ganz kurz. Das kannst du ja so nicht annehmen. Ach, halt, falsch. Ja, mit meinem neuen, ne? Ubuntu hier, Version 22.04. Gehen wir jetzt auf die Jagd nach. Auf die Jagd nach Blöcken oder irgendwie so, keine Ahnung. Nein, gehen wir jetzt wieder ins Let's Play. Ich muss, wie gesagt, nochmal hier meine Kamera einstellen. Das ist ja Katastrophe, was die hier macht. User Control, so waren das. Kamera, Exposure, genau, Manual. Und da machen wir einfach mal ein bisschen. Das sieht ungefähr schon 3 Milliarden Mal besser aus. Ja, vielleicht ein bisschen zu dunkel. Ja, 300 ist. Ja, nee, 300 ist schon wieder fast ein bisschen. Bisschen zu krass. Mal. Ja, 250 sieht gut aus. Weißt du was? Dann machst du gleich mal noch die andere Kamera hier. Meine zweite Kamera. Die hat. Wieso kann ich bei der Kamera hier, bei der hier, nicht die Exposure einstellen? Warum hat die sowas nicht? Ist das nicht. Hat nicht jede Kamera sowas? Ich bin gerade hier ein bisschen. Brightness. Ah, nee, das ist nur das, was. Das ist auch die andere Kamera, dieses User Control Tab. Eben, das hat die hier ja auch. Aber dieses Kamera-Control, das fehlt. Die hintere Kamera entweder unterstützt sie das einfach, wobei ich nicht, weil eigentlich ist die Kamera genau das gleiche Modell wie die Kamera hier. Nur mit dem Unterschied, dass die einen festen Fokus hat und die einen Autofokus hat. Oder was anderes? Ne, doch, die hat einen festen Fokus, ne? Ist hier rein? Genau. Und wenn ich jetzt hier reingehe. Genau, die hat Autofokus, genau. Die da hat Autofokus, genau. Ansonsten sollten die eigentlich keinen Unterschied haben, laut Datenblatt. Naja, wer weiß. Gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ordentlich, ne? Ordentlich Weißabgleich hier. Ja, ist mittlerweile schon relativ spät draußen. Sieht man hier unten auch, 19 Uhr. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt weiter spielen mit der Mindtest. Ich habe gerade mal. Auch wenn ich es eigentlich nicht wollte, wie ich in der letzten Folge gesagt habe. Also, wer die letzte Folge nicht geguckt hat. Wie gesagt, ich habe jetzt ein Upgrade gemacht auf Kubuntu 22.04 mit dem Erfolg, dass meine Grafikkarte jetzt komplett unterstützt wird. Heißt auch Hardware-Dekodierung und Hardware-Enkodierung, was ich sehr geil finde. Aber ich habe auch mal jetzt bei OBS probiert mit der Hardware-Enkodierung des Videos. Bei OBS, habe ich gesagt, keine Ahnung. Aber der schafft zwar im Durchschnitt seine 60 FPS bei 4K, aber gerade wenn ich die Aufnahme starte, hat er sehr viele Frame-Drops. Der pegelt sich dann zwar auf 60 FPS ein, aber wieder gerade am Anfang, da hat er ganz schön Frame-Drops. Was ich eigentlich nicht verstehe, weil ich dachte, gerade diese Hardware-Encoderer arbeiten stabil. Also, dass die eine stabile Rate erreichen. Keine Ahnung, was da los war. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit dem Mindtest. Achso, noch auf den Fenstermodus umschalten, damit ihr das Spiel auch in wunderschönen 60 FPS genießen könnt. Let's go. Also. Ah, Audio. Wie gesagt, ich hoffe mal, mit dem Audio passt jetzt alles. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Audio-Check gemacht. Also, Audio scheint auch zu funktionieren. Weil, wie gesagt, OBS nimmt jetzt auch das Audio etwas anders auf, ja. Es macht jetzt einen Lautstärken-Bypass. Das heißt, ich kann jetzt wieder mit meinen Bluetooth-Kopfhörern hören. Und egal, was ich bei meinen Kopfhörern für eine Lautstärke einstelle, er hat jetzt die Aufnahme immer mit 100%, was ja auch wunderschön ist. Das war ja bei der letzten Kubuntu-Version nicht so, weswegen ich da mit diesem komischen Analogkabel machen musste. Egal. Wir spielen. Let's play.
Let's starten. Was? Egal. Was auch immer da gerade auf diesem Button stand. So, wir sind wieder in the Hood. Doink. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen wollten. Ja, die letzten Aufnahmen sind mittlerweile schon eine Woche her. Weil das ganze Hochladen der Videos doch wesentlich länger dauert, als ich dachte. Ich schaffe pro Folge gerade mal etwas mehr als eine Folge hochzuladen. Gut, mag vielleicht auch daran liegen, dass die Folgen jetzt ja etwas größer werden. Weil, wie gesagt, 4K, 60 FPS. Das ist schon ein bisschen was. Vor allen Dingen lade ich auch mit sehr hoher Qualität hoch, ne? Also wenn ich mit Videos auskennt, ich habe eine wie heißt das? Quality Ratio? Oder Quality Quantifier? Ich glaube, Quality Quantifier habe ich auf 23 gestellt. Was schon weit mehr das ist, was YouTube sowieso unterstützt. Das heißt, auf YouTube werden die Videos sowieso wieder viel schlechter aussehen. Aber es liegt zumindest nicht an mir. Ja, ich tue alles, was ich kann. Wie gesagt, eine Folge hat Stand jetzt. Also habe ich Fenster gerade geschlossen. So. Wo sind sie? Record Session. Ah, eine Folge hat hier gut und gerne 3 GB. So, mal mal ganz gucken, dass ihr es auch seht. Ne? Ja. Eine Folge 3 GB. Das zieht sich so durch alle durch. Okay, manche haben sogar 5 GB. Holy shit. Dafür manche auch etwas weniger. Eieiei. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich eine ordentliche Datenrate. Ich meine, ich erreiche gerade wieder konstante 100, naja, 150 Kilobyte Upload pro Sekunde im Durchschnitt. Also das hält sich einigermaßen stabil, auch wenn mein Ping ultra hoch ist. Also, ne, für alle, das ist mein aktueller Ping. Fucking 600 bis 700. Also, ne, wer jetzt hier fragt, mit Ronny, kannst du nicht wieder deine Server online stellen? Nein, kann ich nicht. Das ist. Hält sich mittlerweile schon seit 2 Wochen der hohe Ping. Keine Ahnung wodurch, aber seit 2 Wochen ungefähr ist der Ping so abartig hoch. Wie gesagt, er pegelt so in der Regel zwischen 600 und 700 Millisekunden, wie man ja auch hier sieht. Aber teilweise geht er auch hoch auf bis zu 1000 Millisekunden, also eine Sekunde. Und damit kannst du kein Mainz-Server betreiben. Also gar keine Chance. Ja. Von daher ist das für uns jetzt erstmal egal. Wir spielen trotzdem auf unserer kleinen Testwelt. Ach nee, halt hier. Vollbild. Und für euch muss das Ganze ja noch. Für euch muss ich ja wieder in den Screen-Modus umschalten. So, damit ihr 60 FPS habt. Ja, perfekt. So, genau. Was wollten wir jetzt machen? Wir waren mit der unteren Etage soweit fertig. Wir waren gerade dabei zu gucken, wie wir hier eine Treppe nach oben bauen und wie wir die obere Etage designen. Zuallererst diese Stufe da. Die gefällt mir gar nicht. Ich glaube, da wollten wir das Ding hier noch eins hochziehen, ne? Dann machen wir. Ich muss mal ganz kurz hier meine Kamera, mein Mikrofon aus dem Bild nehmen. Ungefähr so. Ungefähr so, genau. Ach so, ja, siehst du. Und was sich auch noch geändert hat bei KUbuntu. Das wird schon wieder voll so eine Erfolgsfolge. Hä? Erzählfolge. Erfolgsfolge, klar. Die Grafikglitches sind weg. Hab ich im vorherigen Video auch schon gesagt. Ich will es nur nochmal für die, die das Video nicht gucken, hier nochmal zeigen. Tada! Die Dinger haben jetzt keine Grafikglitches mehr. Ja. Es lag also doch am Grafikkartentreiber. Was auch nicht weiter verwunderlich war, weil, wie gesagt, die Grafikkarte kam vor der KUbuntu-Version ja kurz erst davor raus. Ja. Ich hatte ja am Anfang 2004 LTS und habe dann auf. Also, ne, 2004 hat meine Grafikkarte, die neue, ja gar nicht unterstützt, weil die Grafikkarte ja neuer war als die Ubuntu-Version. Deswegen habe ich jetzt.
Ja. Wenn Ronny versucht, auf dem Dach aufzukommen, was baue ich hier für eine Scheiße? Ist ein halber Kletterbuch hier. Egal, auf jeden Fall ne, muss ja deswegen auf 21.04 upgraden. Und das hat die Grafikkarte zumindest schon mal erkannt, auch wenn sie die Grafikkarte nicht gekannt hat. Also sie wusste, wie sie die Grafikkarte anspricht, wusste aber noch nicht genau, was für eine Grafikkarte ist. Weil die Grafikkarte zwar schon älter war als 21.04, aber trotzdem noch für 21.04 zu neu war. Und der 22.04 ist aber so aktuell und hat so guten Treiber-Support für die Grafikkarte, dass sie die halt komplett unterstützt. Wie es aussieht bis jetzt. Ich hab's Holz vergessen. Ja. Weswegen sie mittlerweile auch bei NeoFetch als richtige Grafikkarte erkannt wird. Und nicht mehr diese komische Ruva Navi 23, wie hieß das ja? Ich hab, doch, Sand habe ich, genau. Wir müssen Glas produzieren. Glas. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, gar keinen Sinn. Wie gesagt, ich habe alles schon in der letzten Folge erzählt. Funktioniert auf jeden Fall alles. Sehr schön. So, wir brauchen noch Kohle. Ist hier noch irgendwo was drin? Nö. Kohle. Da haben wir Kohle. 50 Stück Kohle gerade mal, ist ja nicht sehr viel. Wir haben schon ganz schön viel Eisen. Nice. Und schon zweimal Diamanten. Nice. Tja, eigentlich müsste ich meine Kamera noch ein bisschen höher machen, so dass sie gerade so hier über, ne, weil genau die oberste halbe Zeile, ja, die fehlt natürlich. Andererseits ist der Platz halt so klein. Wenn ich die Kamera noch kleiner mache, dann erkennt man die, ups, apropos erkennen, erkennt man die auf den Leuten, erkennen die Leute, die Dinge auf mobilen Handys gucken. Die Kamera überhaupt nicht mehr. Kann ich vielleicht ohne Kamera spielen. Was wollte ich jetzt? Genau, Ofen. Wo ist der Ofen? Da ist der Ofen. Kann es sein, dass meine Maus-Sensitivität zu hoch ist? Oh, ja, ist sie. Ah, schon besser. Wundere mich gerade, warum die Maus hier so schnell. Ja, das halt blöde an dieser Gaming-Maus jetzt, an der neuen. Du kannst sie direkt mit zwei Knöpfen die Sensitivität einstellen. Also wie schnell die Maus quasi ist, auf gleicher physischer Geschwindigkeit. Bei gleicher physischer Geschwindigkeit. Das Problem ist, die Knöpfe sind halt so nah an der linken Maustaste dran, ne? Also da, wo die ganze Zeit mein Finger liegt, dass ich da scheinbar ab und zu raufkomme. Einfach so, just for fun. So, wie viel Glas brauchen wir? Haben wir überhaupt noch Glas? Mal gucken, nicht, dass ich hier unnötig viel Glas produziere. Aber Glas sollten wir, glaube ich, keins mehr haben, ne? Okay, wir haben noch vier so eine dünne Scheiben. Aber wir brauchen. Ich mache dich mal ganz kurz aus hier, nicht, dass ich jetzt hier, ne? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24. So, das heißt einmal 30 minus 4 sind wir bei 26. Und ich krieg aus. Ach, wie war die Umrechnung? Warte mal ganz kurz. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal ganz kurz. Achso, dachte gerade, das Schwein ist hier drin, aber es ist draußen. 8 mal Glas. Daraus bekomme ich was? Gar nichts. Ich brauche das hier. So. Übrigens habe ich auch den Kommentar bekommen, dass das Ingame-Sound zu laut ist. Fand ich persönlich jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Wenn sich da aber ein paar mehr Leute drüber beschweren. Wie gesagt, ist jetzt erstmal nur eine Testaufnahme. Wenn sich da ein paar Leute mehr das so nicht mögen, dann werde ich dann tatsächlich, wenn wir später die richtigen Let's Plays machen, das dann doch nochmal leiser machen. Also ich finde das so eigentlich gut ausbalanciert. Das Einzige, was mir auch angeraten wurde, war, da könnte ich gleich nochmal gucken hier, Midmapping. Das können wir mal gucken. Midmapping können wir mal. Kein Midmapping. Kann ich nicht Midmapping abschalten und trotzdem diesen Filter behalten? Ist ja dämlich. Weil komplett ohne. Das würde dann in der Weile. Wir gucken mal, wie das aussieht. Genau, kein Midmapping. Linear Filter bleibt an. Das macht Sinn. Kantenglättung brauchen wir eigentlich auch nicht. Warum habe ich damals die Kantenglättung so hochgestellt? Achso, um Bandbreite. Ja, um das Video flacher zu machen, damit weniger Datenrate entsteht. Brauche ich jetzt hier nicht mehr unbedingt. Das heißt, ich gehe mal hier auf 2 runter. Ne, so sieht es ja kantig aus. Ich meine, bei 4K sieht man das auch nicht so sehr. Aber trotzdem ist das wahrscheinlich doch besser.
Das würde ich aber gerne anlassen. Gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. So. Ah, hier sieht schon alles ein bisschen schärfer aus. Boah, müsst ihr mal sagen, ob das so in Ordnung ist. Also ich finde es so sehr grandios. Man könnte höchstens noch die Sichtweite hochstellen. Uah. Einmal in die Kamera gekommen. An die Maus gekommen. Man könnte höchstens mal die Sichtweite hochstellen, wobei die ist schon auf 200. Wenn ich noch höher stelle, explodiert mein System. Vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss das die CPU hochgehen, weil er eine neue Welt generieren muss. Nee, macht er nicht. Er wird da gar nicht höher. Ich hab's doch gerade hochgestellt. Hallo? Oh mein Gott, it never ends. Der generiert gar nicht mehr von der Welt. Ach ja, weil man da ja auch noch. Ah, ich muss ja bei der mindtest.conf die Generierungs. Also, das, wie schnell, wie weit er generiert. Whatever. Was war ich eigentlich gerade? Ich habe immerhin noch 60 FPS. Ja, generiert ist bis 200. Ja, verlassen wir es auch auf 200. Dann muss das so passen. Da muss ich erstmal in der mytest.conf rumspielen, damit der Server überhaupt mehr generiert. Damit der hier mehr anzeigen kann. Ne? Was machst du hier? Baust du schon wieder hier alles um? Wenn ich ihn dazu angucke. Reagiert er denn darauf oder denkt er, dass wohl Glas zwischen ist, interessiert ihn gar nicht? Er scheint ihn nicht zu interessieren. Okay. Ja, also wir brauchen Glas. Und zwar brauchen wir jetzt Folgendes. Wir brauchen nur 26 mal diese dünnen Blätter. Plättchen. Und da bekommen wir 16. Das heißt, wir brauchen nochmal 4 Glas. Das ja sehr behindert. Aber gut, was soll's, dann machen wir das. Vielleicht können wir da hinten auch noch mal ein bisschen Glas gebrauchen. Also wir brauchen ja eh noch für die zweite Etage, brauchen wir auch noch Glas, von daher. Never mind, komm. Dann schmelze ich ja immer alles ein. So. Den anderen Stack hier, den lasse ich aber trotzdem erstmal. Wo war der Sand? Der Sand war da. Aber hier noch fünfmal Sand über. Was mache ich mit dem? Oh, die 4 kommen noch dazu. Und den einen Ungeraden, den schmeiße ich einfach weg. Gibt es den Mülleimer? Ach ja, bei meinem Klon gibt es ja keinen Mülleimer. Muss ich echt extra rausgehen und gegen die Tür rennen? Zum Wasser rennen? Ja, du hast heute kein Schwein gehabt, ne? Danke. Nö, also ich würde mal sagen, von der Audio-Lautstärke geht's eigentlich. Ich muss halt nur darauf aufpassen, dass wenn im Spiel es lauter wird, dass auch ich etwas lauter spreche, wie es ja im echten auch wäre. Ich muss mal meine Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Ach, das seht ihr gar nicht. Okay. Oh ja, ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu laut für mich. Sonst platzen mir gleich die Ohren. Was wollte ich jetzt? Ach so, den Satz wegwerfen. Schreib mir Briefe. So, wir sollten uns mal auch mal ganz schleunig schlafen packen. Ich finde das gerade auf meinen Ohren ein bisschen sehr laut. Laut OBS ist aber gar nicht so laut. Okay. Oh ja. Da dröhnt in den Ohren wie Bombenalarm. Ein bisschen höher machen hier, so ungefähr. Okay. Kopfhörer-User-RIP, Alter.
Das war ja gerade komplette Aussteuerung, ey. Jo, hört euch mal mein neues Demo-Tape an, ihr Bitches. Jo, gib mir den Beat. Boom, tschikawawa. Okay. Entschuldigung. sehr schön. Hätten wir das auch geklärt. So. Was? Genau, wir waren gerade schlafen. Jetzt gucken wir mal. Ach ja, er brennt. Oh, das ist ein geiles Feature. Dass jetzt die Öfen auch die Nacht überspringen, ist ein super geiles Feature. Das ist krass. Ist auch gefährlich, wenn man jetzt Sachen vergisst und man eigentlich gar nicht so viel backen möchte und man sich dann unachtsam ins Bett wirft und dann auf einmal doch einfach alles gebacken wird. Siehste, wie ist denn das mit anderen Automatisierungen? Also gerade so jetzt Whetstone-Schaltungen oder Sachen. Angenommen, ich habe jetzt mit Trichtern diese automatischen Öfen, wo man oben eine Kiste hat und dann einfach Sachen da durch den Ofen durchprasseln. Wird denn die gesamte Kiste der Nacht abgearbeitet? Oder zumindest eine große Menge? Oder ist dieses Nachtüberspringen nur für das, was aktuell im Ofen drinne ist? Das müsste ich mal rausbekommen. Probiertechnisch. Oder ich setze das mal irgendwann im Let's Play aus. Damit ihr da mal mitgucken könnt. Das würde mich echt hart interessieren, tatsächlich. Weil da könnte man ja echt heftig, also, ne? Das wäre schon geil. So, wir haben ganz viel Glas. Ne, haben wir nicht. Hatte ich nicht ganz viel Glas? Ach, da oben. So. Ja, jetzt haben wir ganz viel Glas. Was mache ich hier gerade? So. Ach, da kommt da. Nee. Hallo? Dankeschön. Son of a bitch. So, 16 sollten erstmal ausreichen. Nee, reichen gar nicht aus. Wir brauchen 30, ne? Wir haben 6 und das 5 mal. Ich mache erstmal 32, ne? Wie haben wir auch so noch? Das sollte reichen. Achso, das sollten wir nämlich auch gleich mal mit. Okay. Hä? Wo ist die Treppe? Ach da. Doink, 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 doink. Yay, Geronimo. So. Dann brauchen wir jetzt Folgendes. Mir fällt gerade. Ach nee, alles gut, alles gut, alles gut. Oh Gott, hier wieder diese dünnen Dinger. Mir gerade vor, wie bei so einem Parcours, wo du auf so einem ganz dünnen Seil hier langläufst oder so. Vor allem, weil er ja beim Laufen sich auch noch immer so seitwärts bewegt. Well, einmal in die Maus gekommen. So. Etwas auch erklärt. So, jetzt musste hier eigentlich ein Ring aus Baumstämmen rauf, ne? Das würde tatsächlich Sinn machen. Die Frage ist, mache ich die durchgehenden so lang oder so lang? Ich würde mal sagen, so lang macht mehr Sinn, kann ich nämlich so ein Spitzdach raufpacken. Na, versteht ihr? Also, wenn ich jetzt so hier bin. So das Spitzdach. Weil so ein Spitzdach geht das Ding ja bis zum Himmel. Wieso? Keine Ahnung. Ja. Das heißt, ich mache die durchgehenden Datenträger, wollte ich gerade sagen. Warum Datenträger? Die durchgehenden Holzträger, so in die Richtung hier. Jetzt falle ich gleich gerade hier gleich runter. Boah, ich falle wirklich gleich runter. Da. Alter, was ist denn hier los? Beruhigt euch doch mal. Aha. Ich hab Angst. Mami, Hilfe. Aha. Bin ich gut oder was?
So. Ja, das war klar. Ist der jetzt falsch rum? Ja, der ist jetzt falsch rum. Der ist jetzt genau 180 Grad gedreht. Leider gibt es ja kein Replacement-Tool. Ich meine, ich könnte es installieren, ja, aber... Könnte ich eigentlich wirklich machen. Würde vielleicht tatsächlich mir eine Menge Arbeit abbringen, abnehmen. Die Frage ist, ist das Replacement-Tool, was ich für MyClone 2 benutze, mit MyClone 5 überhaupt kompatibel? Fragen über Fragen. MCL Core Tweer. Die Items heißen zumindest alle noch gleich. Das heißt, die ganzen Rezepte müssen doch alle noch gleich funktionieren. Also sollten die ganzen MyClone 2 Mods auch für MyClone 5 funktionieren, oder? Wieder eine Sache, die man probieren könnte. Ich werde hier oben eine ganze Menge Holz brauchen. Eieiei. So. Teilweise hängt der oben aber mit dem oben drin schon ganz schön hinterher, ne? So, da hinten noch der Querbalken. Da sind die unteren Querbalken schon mal alle drin. Da muss ich nur noch die ganzen Längsbalken machen. Ne, andersrum. Das sind die Längsbalken. Die Querbalken sind ja die, die dann unterbrochen sind. Nein, man hört das alle. Ach, hallo! Auch das Bett federt ja. Cool, stimmt ja, da war ja was. Sehr krass. Holz. Ah, wir haben bloß noch ein Stack. Und ein paar gebrochene. Es ist nicht so viel. Scheiß die Wand, dann habe ich extra letztens so viel Holz gesammelt, wo ich dachte, es reicht die Ewigkeit. Und dann reicht es gerade mal für gar nichts. Na, sehr schön. So, mal mein ganzes hier mal ein bisschen mit dem Stuhl ein bisschen mehr ranfahren. So. Gehen wir jetzt ja wieder oben wieder rauf. Ah, das hier muss aber auch mal. Weißt du was, ich muss jetzt erstmal hier. Bis ich weiß, was ich da reinpacke, mache ich da erstmal Sand rein. Sonst bringt mich das noch um. Weil ich weiß noch nicht, ob ich da Baumstämme durchmachen würde, dämlich aussehen. Ich muss also entweder irgendwas anderes aus Stein reinmachen oder tatsächlich einfach normalen Boden. Also die Dinger, so wie ich da hier gemacht habe, ist ja auch durchgehend. Ob ich das hier auch einfach durchgehend mache. Wobei da eh noch Wände auch reinkommen. Das heißt, da ist ja bloß da, wo denn die Tür ist. Ne? Na, müssen wir mal gucken. So, Holz. Wo war ich gerade? Da hinten war ich. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder hin. So. Und jetzt kommen die ganzen Querdinger. Dafür wird unser Holz nie reichen. Wie mache ich jetzt die Seite am dümmsten? Geht das hier? Ja, geht erstaunlich gut. Was hast du getan? Bye bye. Oh. Hä? Die Woodcutting-Motor hört gar nicht mehr auf. Obwohl ich gerade die ganze Zeit die Q-Taste gedrückt halte zum Quatschen, hört er mit dem Woodcutting nicht auf. Sehr interessant. Gut, dann einmal so. Dankeschön. Dankeschön. Das war ja gerade interessant.
Normalerweise ist doch, wenn ich einen Baum baue, so, und jetzt abbaue. Ja, diese Musik, ey. So, wenn ich jetzt abbaue, mit der Sneak-Taste. Genau, jetzt ist Wood Cutting aktiv. Und jetzt so Hold Sneak Key to Disable It. Ich halte nochmal gedrückt. Jetzt hört er auf. Wieso hat das gerade eben nicht funktioniert? Verstehe ich nicht so ganz. So, muss ich warten, bis das Ding fertig ist. Dankeschön. So, hier müssen wir es wieder aufbauen. Boah, geht am schnellsten. Halt, das war falsch. Achso, die Reihe fehlt noch. So, ein paar schöne Fehler gibt es noch. Zum Beispiel die Dinger hier, die müssen gerade sein. Ich dachte, das Schwein federt mich ab oder sowas. Das war ja mal eine harte Landung. So, mal ruf da. Da. So, hier ist das Gleiche. So. Das passt hier. Hier muss jetzt noch eins ran. So. Hier in der Mitte sollte das alles passen. Da hinten fehlt noch einer. Die Seite ist komplett. Hier fehlt noch einer. So, und hier ist noch die Seite. Einmal hier. Oh, hier fehlt noch alles. Upsi. Oh nein, und sollte es fast alle. Holy moly. So. Voila. Hat der doch tatsächlich für hier oben gereicht. Ich meine, unser Holz ist jetzt so fast alle. Wir müssen also definitiv neues Holz holen. Aber es hat zumindest erstmal gereicht. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist die Frage: A. Aus was machen wir den Boden hier? Ja, genau. Doch, genau. Machen wir den auch aus Stein oder machen wir den aus irgendwie eine andere Art Holz? Mir schwebt zum Beispiel Dschungelholz vor, da müssen wir aber erstmal Dschungel finden. Haben wir irgendwo eine in der Nähe? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Na gut, müssen wir mal ein bisschen auf die Suche gehen. Setzen wir hier wieder runter. Bam. Ja, und wir müssen auch ganz viel Holz sammeln. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal Werkzeug. Ich nehme mal die drei Steine, die wir schon haben, und mache mir daraus einfach mal eine Stahlaxt. Holz. Wo haben wir Holz? Holz müsste auch hier sein. Ne, da. Da, genau. So, jetzt haben wir Holz und Stahl und können aus dem Holz und dem Stahl eine wunderschöne Stahlaxt machen. Voilà. So. Mache ich erstmal die Steinaxt leer? Ich glaube mal ja. Wir haben ein Steinschwert. Weißt du was? Das ist tatsächlich das Erste, was ich. Ich weiß, wir haben nur zweimal Diamant, aber ich glaube mal, das ist es wert, dafür die Diamanten aufzubrauchen. Oder haben wir irgendwas, wo wir zwingend Diamanten brauchen? Das Einzige, was mir gerade einfällt, ist ein Plattenspieler. Da brauchst du zwingend Diamanten. Dann. Nee, mehr nicht. Ach so, Kompass und eine Uhr. Nee, für die Uhr brauchte man Gold.
Für den Kompass brauchte man Redstone, ne? Haben wir das hier schon hier drinne? Lupe haben wir. Moment mal. Können wir denn schon den Zoom benutzen? Mit gerade mal einmal Glas? Das wäre verzückend. Das Glas. So, Glas und Stick. Nö. Zoom ist momentan vom Spiel deaktiviert. Wir können also nicht zoomen. Wozu ist denn das Ding gedacht? Nachschlagewerkzeug. Stimmt, für den Zoom brauchen wir ja dieses Fernglas. Ja, Fernglas, da brauchen wir definitiv ein bisschen mehr für, ne? Fernglas haben wir hier noch nicht mit drin, ne? Wir haben schon 4 Seiten. Holy moly. Da ist eine Musikbox, genau, für die brauchen wir, genau, da brauchen wir nämlich einen Diamanten für. Aber noch kein Kompass, keine Uhr und kein Fernglas. Das heißt, da fehlen uns noch irgendwelche Sachen für. Das ist natürlich traurig. Sehr traurig. Gut, dann machen wir aus dem Diamanten doch einfach erstmal hier ein Schwert. Nein. Da. Nein. Boah. Muss ich erstmal durchsehen, bei den welchen Kisten hier was drin ist. So, schwuppdiwupps und schwuppdiwupps. Jawohl, ja. So. Dann machen wir in der Stelle auch mal Folgenpause. Und machen dann in der nächsten Folge zu lieblicher Musik weiter. Dann, genau, soll es das mit der Folge erstmal gewesen sein. Und wir sehen uns, wie gesagt, zur nächsten Folge wieder, wenn es denn dann heißt, mein Test. Oder mein Klon. Ja, okay. Na dann. Ciao.